Manchmal kommt man ja ins Träumen und dann denkt man sich, Mann, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich ein Star wäre. Früher hat man sich mit einer Klobürste in der Hand vor den Spiegel gestellt und so getan, als ob man der überkrasse Sänger wäre. Und wenn es eine unbenutzte war, dann hat man automatisch zu den coolen Kids gehört. So hat das früher funktioniert. Heutzutage geht das alles über Instagram und Musical.ly-Likes. Ich kann ja nun dummerweise nichts. Also ich, nicht, dass ich es nicht versucht hätte, ja. Ich habe sogar Schreitraining genommen, aber kein Erfolg. Ja. Ich kann nicht mal schreien und das ist für einen YouTuber eine sehr, sehr ungünstige Ausgangssituation, weil wir ja alle wissen, ein YouTube-Video wird nur dann gut, wenn man auch mal schreit. So richtig, man kommt da ganz schnell. Ja, ihr merkt, ich kann's einfach nicht. Lächerlich. Ja, und wenn du als Metalhead nicht schreien kannst, dann wirst du einfach im Rudel ignoriert und plattgetrampelt. Das ist so natürliche Selektion. Aber mit Metal wirst du ja auch kein Star, also so mit Bling Bling und allem drum und dran. Also im Grunde kannst du das schon werden, das darfst du dann nur nicht zeigen, weil Metalheads das einem irgendwie nicht gönnen. Oh, was sehen meine verquollenen Augen? Kommerz, treibt die mit den Mistgabeln aus der Stadt. Also stellen einfach mal alle ihr Licht unter den Scheffel. Und dann schaut man sich einfach mal so zum Vergleich, ne? Also so aus wissenschaftlich, rein wissenschaftlichen Gründen so Rapper wie Kollega an. Und dann denkt man sich so, krass, wie kann man nur so krass sein? Wie krass wäre das selber so krass zu sein? So bossmäßig eben. Der macht 10 Millionen Views pro Song und mein Channel hat insgesamt vielleicht 21 Millionen. Naja, kann ja eben nicht jeder so krass sein wie der Boss. Der hat dicke Muskeln, zumindest in seinen Armen, kann Double Time rappen und hat Jura studiert. Zugegeben, in Halle ist das zulassungsfrei, es kann also jeder studieren. Aber darum geht's ja jetzt nicht, Mensch. Kann es irgendjemanden geben, der krasser ist? Außer vielleicht Bruce Dickinson, dem der größte Zeppelin der Welt gehört. Aber das ist ja eher was für Opas, ne? Das ist sowas von 1890, ne? Nee, jemand, der krasser ist, ne? Gib mir mal was, ne? Zeigt mir mal jemanden, zeigt mir doch mal jemanden, der krasser ist. Ja gut, Zeiten ändern sich und da hat scheinbar jemand diese typischen Diamant-Zahneinsätze der US-Rapper einfach mit normalen Zahnspangen verwechselt, oder was? Ja, 11,8 Millionen Instagram-Follower, also ihr kennt die beiden Mädels ja schon von meinem Musical.ly-Video. Ne? Und vielleicht auch mir passiert das manchmal, dass ich ein ganz kleines bisschen taktlos bin. Und vielleicht war ich ein ganz kleines bisschen taktlos, als ich euch erklärt habe, wie die beiden denn zu sehr begründeten und verdienten Reichtum und Erfolg gekommen sind. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle nochmal ganz förmlich neu euch antragen. Ne? Also ohne jeglichen Unterton. Also hier nochmal der Neustart. Ihr Erfolg basiert auf der innovativen und noch nie dagewesenen. Passt auf, jetzt haltet euch fest, es kommt ganz dicke. Dem wirklich sehr, sehr innovativen Konzept, den Körper und die Lippen zur Musik zu bewegen. Ja, sehr verdient, wie ich finde. Aber nicht zu irgendwelcher Musik, nein, zu Chart-Hits. Bam! Global Business, weil die einfach raffiniert sind. Und ich nicht. Ich rede über H.P. Lovecraft und über Death Metal, ja, und ich bin quasi so alt wie beide zusammen. Das muss man sich mal überlegen, wie weit die in ihrem Alter schon sind. Und ich sitze hier und denke mir so, hoffentlich kann ich meinen Sprit bezahlen. Ja, und weil sie nicht nur 100 Millionen kleinen Zahnspangen tragenden Teenager-Mädchen ein riesiges Vorbild sind, sondern auch mir. Ich hatte auch mal eine Zahnspange, deswegen kann ich das, also ich bin quasi wie Lisa und Lena und deswegen habe ich jetzt was für mich selbst gemerkt, nämlich ich werde jetzt auch jeden Tag über die aktuellen Charts-Hits sprechen. Wir schauen da mal rein. Wir fangen mal an mit, nee, den kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Ist das ein Name? Das klingt ja wie eine Diagnose. Krass, die sehen ja echt alle gleich aus, ey. Was, Pink lebt noch? War K1 nicht der, den alle hassen? Wieso ist denn der auf Platz 1? Krass. Ja, das lasse ich mal lieber sein, glaube ich. Vielleicht versteht ihr mich als meine Zuschauer ja nicht. Ihr seid ja im Durchschnitt auch ein halbes Jahrzehnt älter als ich. Vielleicht kommt da dann noch ein bisschen reifer. Aber ich stecke ja quasi direkt da drin in diesem ganzen Sumpf. Ich beobachte das ja jetzt schon ein paar Jährchen, wie sich die Social-Media-Landschaft, Social-Media-Stars und Musik in Korrespondenz verhalten. Ja, und lange Zeit habe ich wirklich Ruhe bewahrt, aber jetzt ist Schluss, ich raste jetzt einfach komplett aus hier. Ja, und wieder mal ein Beispiel dafür, wie erbärmlich ich mich anhöre, wenn ich laut werde. Deswegen versuche ich das jetzt einfach leise weiterzumachen. Ja, was sehen wir denn? Jeder Mensch bringt jetzt seine eigene Musik heraus. In der Metal-Szene sehen wir das. Es ist relativ schwierig, unter diesem ganzen Berg an Kram, der da rauskommt, noch irgendwie gute Musik zu finden. Bei YouTubern geht das so weit, dass man unter diesem ganzen Berg an Dingen, die da rauskommen, sich sehr anstrengen muss, um überhaupt Musik zu finden.
also nicht überall, wo Musik drüber steht, ist auch Musik drin. Wir haben da auf der einen Seite natürlich die großen Protagonisten, die dann tatsächlich eigene Musik rausbringen. Einmal, weil die Musikvideos dazu immer wieder geklickt werden und dementsprechend eine wesentlich größere Reichweite versprechen als ich überfahre Baby mit einem Spielzeug Ferrari Videos. Auch wenn das halt schon erstaunlich viele Leute sehen. Und natürlich auf der anderen Seite Geld. Ne? Man kann die Leute natürlich dazu bringen, das dann auch zu kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es dann einfach auch die Protagonisten, die gar keine Musik rausbringen, sondern sich einfach nur dazu bewegen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche dieser beiden Trends schlimmer ist. Egal wie schlimm ich Popmusik und Chartmusik vorher fand, es wird einfach immer schlimmer. Und war alles besser. Und wie er schon sagte, es ist ja auch sehr raffiniert, wenn es reicht, seine Lippen zur Musik zu bewegen, warum soll man da noch was anderes machen? Ne? Es wäre ja eigentlich unschlau. Ne? Es ist einfach effektiver. Das Schlimme daran ist nur, das sind ja meine zukünftigen Schüler. Was macht man mit denen zum Beispiel im Musikunterricht? Nimmt man dann Musical.ly's auf oder im Geografieunterricht? Geht man dann die Geotags der unterschiedlichen Instagram-Barbies durch, wo die gerade alle so rumchatten, weil sie extrem viel Geld damit verdienen, einfach Bilder bei Instagram zu posten? Wie Geotags kann man sich nicht mehr angucken? Das war das Einzige, was an dieser App wirklich cool war. So eine Scheiße. Toll, toll, toll. Tag versaut, ne? Ja, ich habe immer gedacht, ne, lade ich das hoch, weiß ich, wo ich war. Gut, kann ich vergessen. Was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Ich habe keine Ahnung. Wo war ich denn jetzt im Skript? Genau, ja. Alex hört jetzt mal auf, sich aufzuregen und möchte jetzt mal ganz wissenschaftlich und ganz konzentriert sich mit der Musik auseinandersetzen von Lisa und Lena. Denn, Obacht, ich brauche mich überhaupt nicht mehr aufregen drüber und die Frage zu stellen, was ist denn schlimmer, wenn Leute ihre Lippen einfach nur zur Musik bewegen oder wenn sie eigene Musik rausbringen. Denn Lisa und Lena haben es jetzt geschafft, beides zu kombinieren, haben jetzt einen eigenen Song rausgebracht und in den wollen wir jetzt mal reinhören. Ich spiele euch ein ganz kleines bisschen aus dem Song vor, ein ganz kleines bisschen. Ja, ich möchte ja nicht, dass ihr Schaden nehmt. Ihr sollt ja auch weiterhin meine Videos konsumieren. Nee, Schluss. Reicht. Wir machen das anders. Wir machen das einfach leise und ich erzähle euch was zum Text. Sonst schießt mir wieder jemand ins Knie, wie bei dem Taylor Swift-Ding. Wir haben ja jetzt hier 2 Mädels. Ne? Wann sind die eigentlich geboren? 2002? Es gibt Menschen, die in den 2000er geboren sind und jetzt schon aktiv sind? Oh Gott. Schauen wir uns jetzt mal das Opus Magnum Not My Fault genauer an. Want to call my bluff saying, girl, I'm sorry, you're not getting into the after party. What? Am I not cool enough? Also ihr merkt, cool ist immer noch die Währung der Jugend. Ich dachte ja, es wäre jetzt sowas wie fly oder nice, aber nein, scheinbar sind die tatsächlich noch an Worten aus den 90er Jahren interessiert in einem Jahrtausend, in dem sie noch nicht mal gelebt haben. Zum Text, wer auch immer dort zitiert wird, ist glaube ich der einzige ernstzunehmende Erwachsene in diesem ganzen Song und in diesem Raum hier. When he looks away, sneak in the back door. All I wanna do is hit the dance floor. Oh, they called the cops, now we're leaving in cuffs. Also mal abgesehen, dass dieser Reim von Cuffs auf Cop mir schon mentale Schmerzen bereitet hat, ist dieser Satz, ich meine, hallo? Ich glaube, habe ich mir damals überhaupt schon über irgendwas Gedanken gemacht? Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Das wirkt nach außen jetzt natürlich cool, aber es passt einfach nicht, weil sie nicht schon reif sind für diese hippe Miami-Party-Beach-Scheiße, oder? Ich meine, die tragen verdammt nochmal Zahnspangen. Someone call my mama, caught up in the drama. Und an diesem Satz merkt man, dass es tatsächlich noch so ist. Es ist einfach noch nicht so weit, ne? Und das ist auf der einen Seite so ein bisschen beruhigend, aber auf der anderen Seite ist es ziemlich weird. Ich meine, stellt euch mal vor, da kommt so ein Typ in Backstage und wird freundlich darauf hingewiesen, dass er da nichts zu suchen hat. Und dann schreit er aus Trotz, ruft doch meine Mutter an, die würde schon sagen, wer der Boss ist. Die ist nämlich Kollega. Wollen wir nochmal reinschauen in die Lyrics? Nochmal so ganz kurz. Aber komm, einmal können wir noch. Daddy's out of town, everyone's invited. Drinks are on the house and it's getting crowded. Bam, the party of the year. Oh man, it's getting hot in here. Okay, es wird heiß. Das nehme ich jetzt mal rein physikalisch. Ich will mir nicht vorstellen, dass die in diesem Alter... Nein, die spielen mit Katzen und Puppen und... Denken an flauschige Einhörner. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich merke gerade, ich sollte niemals Vater einer Tochter werden. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit um die herumspringen mit einer Axt und immer wenn irgendein Kerl die anguckt, würde ich wild schreiend mit der Axt auf den
zurennen und ihn nicht umbringen, weil das wäre ungesetzlich. Drinks are on the house ist aber ein Satz, den man dann wirklich erst bringen sollte, wenn einem das Haus wirklich gehört. Dann, wobei, also rein rechnerisch könnte das tatsächlich, oh, verrückte Welt. Fazit, kann mal jemand deren Mutter anrufen? Wobei, also auch wenn man sich jetzt denkt, das kann alles nicht sein, ich glaube, das wird schon mit viel fachmännischem Geschick aus der Familie geführt. Das Besondere und das Witzige daran ist, dass die beiden adoptiert sind. Man könnte jetzt natürlich eine krude Verschwörungstheorie darum spinnen. Pass mal auf, meine lieben Freunde, wir machen das jetzt mal ganz anders. Ich habe mich bei Musical.ly angemeldet, ne? So, Parabelritter. Und da setze ich mich einfach hin mit meinem bärtigen Gesicht und meinen langen Haaren und verweigere einfach diesen Trend. Ich setze mich einfach hin und... So, meine lieben Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen belustigt und nicht zu sehr an eine Depression gestürzt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann stelle ich euch natürlich gerne frei heraus, diesen Channel zu abonnieren. Ansonsten folgt mir auf Facebook, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Musical.ly, folgt mir auf Tinder. Nein, Blödsinn bin ich natürlich nicht. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ich hoffe, ihr seid dann noch dabei. Tschüssikowski.